Hast du oft Pech im Leben? Hast du dich in der Vergangenheit unmoralisch verhalten und glaubst, schlechtes Karma auf dich geladen zu haben? Oder bist du davon überzeugt, dass du negatives Karma aus früheren Leben mit dir herumträgst? In diesem Video erfährst du, wie du mit simplen Tricks schlechtes Karma auflösen kannst und das Karma wieder auf deine Seite bringst. Auch ich habe mein Karma in einem kleinen Selbstexperiment bereinigt. Du wirst nicht glauben, was dabei passiert ist. Bist du also auch bereit, dich von deinem vorbestimmten Schicksal zu befreien? Dann lehn dich jetzt zurück und schau das Video bis zum Ende. Viel Spaß! Namaste! Mein Name ist Andreas Schwarz. Ich bin spiritueller Lehrer und habe den Bestseller Das Chakra-Geheimnis geschrieben. Ich befasse mich also schon sehr lang mit dem Karma-Thema. Anfangs habe ich nicht so viel davon gehalten, doch das hat sich schon bald geändert. Heute habe ich verstanden, wie ich Pech in Glück verwandeln kann und möchte auch dir zeigen, wie das geht. In diesem Video werde ich dir erstens vorstellen, wie du positives Karma tanken kannst, zweitens erfährst du, wie du kein negatives Karma mehr ansammelst und drittens machen wir einen Selbsttest, an dem du erkennen kannst, welches Karma du gerade anziehst. Ich werde auch selbst an meinem Karma arbeiten und dir ein paar persönliche Einblicke geben. Es wird spannend, denn du wirst nicht erraten können, warum ich einer Putzfrau dankbar bin, obwohl sie uns neulich beklaut hat. Lass uns unsere Reise beginnen und lernen, wie wir positives Karma tanken können. Aktuell bin ich mit meiner Partnerin auf Weltreise und gerade wenn so viel im Leben los ist, hat man oftmals Pech. Zum Beispiel, wir konnten nicht bei unserem Flug nach Costa Rica einchecken, weil wir kein Rückflugticket hatten. Dann ist unser Auto in Neuseeland mitten auf der Straße stehen geblieben und wir mussten die ganze Nacht darin schlafen, bis Hilfe kam. In Thailand wurde bei uns in der Nacht eingebrochen, während wir schliefen, und in Indien lagen wir 2 Wochen mit 40 Grad Fieber im Bett, weil wir an Dengue erkrankt sind. Höchste Zeit also, um wieder an meinem Karma zu arbeiten. In der buddhistischen und hinduistischen Lehre heißt es, schlechtes Karma laden wir durch negative Eigenschaften, Gedanken oder Taten auf uns. Entsprechend dem Gesetz von Ursache und Wirkung führt jede unserer Handlungen zu einer bestimmten Reaktion. Je nachdem, ob unser Verhalten gut oder schlecht ausgerichtet war, zeigt sich unser positives oder negatives Karma. Entweder werden wir später für unsere Handlungen belohnt oder bestraft. Denn alles, was wir tun, kehrt in diesem oder im nächsten Leben zu uns zurück. Um schlechtes Karma loszuwerden, müssen wir also Positives erschaffen. Das heißt, dass wir mit unseren Handlungen, Gefühlen oder Gedanken Gutes bewirken sollen. Das ist das ganze Geheimnis. Ich habe mir 3 Handlungen überlegt, die ich in mein Leben einbaue, mit denen ich nun mein Karma-Konto wieder auffülle. Die kannst du mir einfach nachmachen. Tipp 1. Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Damit hast du wichtige Werkzeuge in der Hand, um schlechtes Karma loszuwerden. Wenn du deinen Mitmenschen Unterstützung anbietest und dich so in Empathie übst, schaffst du automatisch positives Karma. Biete also künftig deine herzliche Unterstützung an, sofern du die Energie dazu hast. Egal, ob es sich um ein ertrinkendes Insekt handelt oder um eine Person, die gerade keine Hand frei hat, um eine Tür zu öffnen. Ich versuche ohnehin zu helfen, wo ich kann, das ist bei mir einfach eine Lebenseinstellung geworden. Heute habe ich einer Katze, die uns hier im Urlaub besucht hat, ein bisschen gefüttert und im Pool habe ich eine ertrinkende Libelle gerettet. Tipp 2. Verzeihen. Wir alle machen Fehler. Irren ist menschlich. Die Bereitschaft, anderen Menschen ihre Fehler zu verzeihen, ist eine wertvolle Eigenschaft, um schlechtes Karma aufzulösen. Das kannst du innerlich machen oder aktiv gestalten, indem du auf die Person zugehst und ihr persönlich verzeihst. Du kannst dir aber auch deine eigenen Fehler verzeihen, um liebevoll mit dir selbst zu sein. Also habe ich ganz nervös mein Telefon geschnappt und die Nummer eines Freundes gewählt. Hallo? Hey, ich rufe dich an wegen dem wichtigen Grund. Erinnerst du dich noch an diesen Streit, den wir mal hatten? Ja. Aber ich konnte dir da irgendwie einfach nicht so verzeihen. Auf die Schnelle. Okay. Und da wollte ich dich wissen lassen, dass ich das jetzt konnte, dass ich da losgelassen habe und wollte ich das wissen lassen. Hören, Andi.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie leicht und erlöst ich nach dem Gespräch war. Tipp 3: Toleranz und Respekt. Oft meinen wir, dass sich unser Gegenüber nach unseren Vorstellungen ändern soll. Wir projizieren unsere Erwartungshaltung auf den anderen. Wenn wir uns aber in Toleranz üben und unseren Mitmenschen annehmen, wie er ist, hat das positive Auswirkungen auf unser Karma. Versuche, alle Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Auch das ist ein Akt des Mitgefühls. So, jetzt habe ich noch eine Geschichte, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar wurden wir neulich hier in Costa Rica von unserer Putzfrau beklaut. Sie hat alles Mögliche mitgehen lassen: Klamotten, Schmuck und Elektronik. Wir konnten sie aber überführen, weil sie hat meine Apple AirPods mitgenommen und dadurch konnten wir sie orten. Natürlich war ich erstmal wütend, doch im Zuge des Experimentes konnte ich loslassen. Ich konnte die Situation akzeptieren, daraus lernen, dass ich besser auf meine Sachen aufpassen darf und Mitgefühl mit Menschen haben darf, die so etwas machen, weil sie in einer Negativspirale stecken. Natürlich entschuldigt es nicht ihr Verhalten, aber so konnte ich negatives Karma abwenden. Diese und ähnliche Übungen habe ich auch schon länger in meinem Leben angewendet und kann sagen, dass sich dadurch so einiges in meinem Leben transformiert hat. Ich werde später noch mehr dazu erzählen. Wisse also, dass es etwas Zeit braucht, bis sich dein Karma beginnt zu verändern. Erwarte also keine magische Pille. Wusstest du auch, dass Karma sehr viel mit unseren Chakren zu tun hat? Wenn du interessiert dran bist, deine 7 Chakren zu öffnen und dadurch auch an deinem Karma zu arbeiten, dann habe ich hier eine herzliche Einladung für dich. Ich verlinke dir hier unser kostenloses 90-minütiges Chakra-Webinar, in dem wir auch eine geführte Meditation zusammen machen, um deine Energiefelder zu reinigen. Klick einfach hier in den Link und such dir einen kostenlosen Termin aus. Lass uns nun genauer ansehen, wie wir negatives Karma vermeiden können. Schlechtes Karma ziehen wir durch negative Eigenschaften, Gedanken oder Handlungen in unser Leben. Mit folgenden Beispielen begünstigst du negatives Karma. Wenn du diese Handlungen also vermeidest, dann sammelst du nicht noch mehr schlechtes Karma an, das du später wieder mühselig auflösen musst. Erstens Mobbing oder Lästereien. Wenn uns ein Mensch nicht passt, tendieren wir dazu, schlecht über ihn zu reden. Das kann ganz bewusst oder unbewusst geschehen. Egal ob in der Arbeit oder im privaten Umfeld, mit Mobbing oder Lästerei schaffen wir schlechtes Karma. Zweitens Neid und Eifersucht. Hegen wir negative Gedanken und Gefühle anderen gegenüber, dann laden wir diese Energie in uns auf. Mit Neid und Eifersucht ziehen wir negatives Karma in unser Leben. Drittens Manipulation. Versuchen wir, andere Menschen gezielt zu beeinflussen und zu unserem Vorteil zu manipulieren? Auch wenn wir es vielleicht gut meinen, erzeugen wir damit schlechtes Karma. Früher in meinem Leben habe ich mich immer wieder erwischt, wie ich über andere gelästert habe, Neid verspürt habe oder versucht habe, meine Mitmenschen zu manipulieren. Seit einigen Jahren habe ich diese Eigenschaften aber abgelegt und fühle mich so viel besser. Ich denke also, dass ich schon relativ gut darin bin, nicht mehr negatives Karma anzureichern. Es dauert aber seine Zeit, bis du so tief programmierte Verhaltensweisen ändern kannst. Deswegen habe ich hier und jetzt eine wichtige Einladung an dich. Denk mal darüber nach, welchen negativen Eigenschaften oder Gewohnheiten unterliegst du, die dir möglicherweise schlechtes Karma geben. Welche davon möchtest du unbedingt ändern? Pausiere jetzt kurz das Video und schreibe es in die Kommentare. Wenn du es wirklich aufschreibst, dann passiert durch dieses Commitment ganz viel in deinem Unterbewusstsein und du wirst die Veränderung leichter manifestieren können. Ich erzähle dir gleich noch von meinen positiven Veränderungen. Kommen wir zuerst noch zum dritten Teil des Videos. Wir haben einen kurzen Selbsttest für dich vorbereitet. Mit diesen 6 Fragen kannst du ganz einfach herausfinden, welches Karma du anziehst. Sei hier ganz ehrlich zu dir selbst. Gib deine Fehler zu, aber vermeide es, dich dafür zu verurteilen. Vergebe Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. 10 bedeutet, dass du zu 100% mit deinem Higher Mind verbunden bist. Und bei 1 darfst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Ich mache den Selbsttest auch mit dir zusammen,
damit du weißt, wie ich mich selbst so einschätze. Erstens, mit welcher Absicht führe ich eine Handlung aus? Ist sie liebevoll und bedingungslos oder eigennützig und egozentriert? Hier würde ich sagen, so eine 7, weil so manchmal mein Ego übernimmt, auch wenn ich es nicht so für gut erachte. Zweitens, welche Qualität haben meine Gedanken und Gefühle? Sind sie positiv oder negativ? Hier gebe ich mir eine solide 9. Ich denke meist positiv und wenn nicht, dann versuche ich das Beste draus zu machen. Drittens, suche ich die Schuld immer bei meinem Gegenüber und entziehe mich so jeder Verantwortung? Oder frage ich mich, warum mir eine bestimmte Situation widerfahren ist? Hier suche ich meist bei mir selbst, also auch eine 9. Viertens, wie ist es um meine Gesundheit bestellt? Bin ich ständig krank oder erfreue ich mich seit langem bester Gesundheit und Vitalität? Ich denke, hier habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, also eine 7. Fünftens, stagniere ich in einer bestimmten Angelegenheit, komme ich einfach nicht voran oder fühle mich vielleicht sogar wie angekettet zu sein? Oder befinde ich mich im Fluss des Lebens? Hier habe ich tatsächlich so hin und wieder mal Struggle, also würde ich mir hier eine 5 geben. Und sechstens, möchte ich meinen Partner oder Mitmenschen ständig nach meinen Vorstellungen ändern und an meine Erwartungshaltung anpassen? Oder akzeptiere ich mein Gegenüber genauso, wie er oder sie ist? Hier arbeite ich tatsächlich ganz aktiv seit längerem schon dran, weil ich da einen Schatten an mir entdeckt habe. Mittlerweile bin ich da aber schon relativ weit, deswegen würde ich mir hier eine 8 geben. Und jetzt werte deine Ergebnisse aus. Du kannst ganz einfach die mittlere Tendenz nehmen oder alle Zahlen addieren und dann durch 6 teilen. Wo auf einer Skala von 1 bis 10 stehst du? Schreib auch das gerne in die Kommentare. Okay, lass uns nun ein Fazit ziehen. Wie du siehst, bestimmt deine geistige Haltung über dein Karma. Und letztlich siehst du die Welt so, wie du selbst bist. Wenn du dich ärgerst oder mit einer negativen Einstellung in Pechsituationen gehst, dann leidest du darunter. Dann fühlt sich alles nur noch viel schlimmer an, als es vielleicht in Wirklichkeit ist und das Leben kommt einem ungerecht und miserabel vor. Doch wenn du an deiner geistigen Einstellung arbeitest, dann kannst du das Positive auch in vermeintlich negativen Situationen sehen. Ganz nach dem Gesetz der Polarität. Gutes ist im Schlechten und Schlechtes ist bereits im Guten enthalten. Wenn du also mit positiver Einstellung auf negative Situationen reagierst, dann bist du in der Lage, dein Karma zu ändern und kannst zum Schöpfer einer neuen Realität werden. Was meine ich konkret damit? Wäre ich in Indien nicht an Dengue-Fieber erkrankt, hätte ich nicht von meinem Yogi-Meister lernen können, wie man durch Meditation Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Wäre ich am Check-in-Schalter am Flughafen in Rage geraten, hätte ich den Flug wahrscheinlich verpasst. Doch ich habe einen kühlen Kopf bewahrt und eine Lösung gefunden, sodass wir doch noch fliegen konnten. Und wer weiß, wären wir nicht mit unserem Auto in Neuseeland liegen geblieben, hätten wir vielleicht ein paar Kilometer weiter einen schweren Unfall gebaut. Da ich bereits seit vielen Jahren an meinem Karma arbeite, war ich in der Lage, die Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten. Die Tipps und Tricks aus diesem Video haben zusätzlich dabei geholfen, dem Universum noch mehr zu vertrauen und mein Karma weiter zu verbessern. Denn ich denke, ich hätte in so manchen Pechsituationen noch viel mehr Gutes rausholen können, wenn ich weniger verärgert oder so disconnected von meinem Higher Mind gewesen wäre. Deswegen nochmal die Einladung an dich. Starte auch du damit, dein negatives Karma aufzulösen und dein Leben ins Positive zu wandeln. Denn wir können unser Karma immer noch weiter verbessern. Mit der Einstellung, dich reinen Herzens um das Wohlergehen aller zu kümmern, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du Positives in die Welt sendest, wirst du Positives empfangen. Wenn du das Gefühl hast, dass wir dein Karma mit diesem Video verbessern konnten, dann schicke dieses Video jetzt an einen besonderen Freund oder an jemanden aus deiner Familie.
hilft der Person dabei, ihr Karma positiv zu verändern. Positive Bewertungen hinterlassen auch positive Karma-Punkte, habe ich gehört. Danke für deinen Support. Und lass mich auch bitte wissen, wie du unser neues Videoformat hier so findest und was wir noch verbessern können. Wir wollen künftig noch mehr Videos mit mehr Persönlichkeit und kleinen Selbstexperimenten produzieren. Deswegen abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und wenn du jetzt noch mehr über Karma erfahren möchtest, dann klicke hier in ein weiteres Video rein oder schaue dir hier das aktuellste von uns an. Und hier kommst du auch direkt zum kostenlosen Webinar, in dem du deine 7 Chakren öffnen kannst. Lass uns dort unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Namaste.